Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, willkommen zur 5 Euro Überraschungsshow. Eine halbe Stunde lang Schnäppchenjagd für Sie. Die Artikel, die kommen werden, wissen wir nicht. Sie wissen es nicht. Die einzigen, die wissen es, sind unsere Damen Diana und Monika. Die packen die Pakete für uns. Und es ist immer wieder toll, was hier auftaucht in dieser Sendung. Das kostet nämlich sonst viel, viel mehr Geld. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Ich bin gespannt. Monika sagte eben, wir werden überrascht. Wir werden überrascht. Wir dürfen alles bis zum 5. Mal bestellen. Guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank. Bitte schön, Ingo. Hallo. So, ja. Mal gucken. Sind das neue Umschläge? Was haben wir denn hier? Ja, oder? Haben wir neue Umschläge, ja? Oh, das ist so ein Bratenthermometer, oder? Ich habe hier ein Lamm drauf. Oh ja. Ein Lamm hast du da drauf? Ja. Ich war doch am Samstag bei Freunden in Köln zum Grillen. Stimmt. Oh ja, genau. Und der hatte fantastische Steaks da liegen und er hatte in jedem einzelnen Steak auch so einen Grillstab drin. Aha. Für die perfekte Temperatur. Und es hat hervorragend funktioniert. Insofern kann ich so etwas wirklich nur empfehlen, wenn man braten oder wenn man grillen möchte oder was und das versuchen möchte, das Fleisch eben auf den Punkt hinzubekommen. Das heißt, egal ob rare, medium oder well done oder wie auch immer, dann braucht es natürlich eine gewisse Temperatur. Und gerade bei dem Braten, je größer das Stück Fleisch ist, desto schwieriger wird es natürlich. Dann wird es außen häufig dann doch zu fest oder auch zu durch. Und innen drin ist es noch fast rot. Das möchte man nicht. Wie machst du? Ich mache es im Prinzip so frei Schnauze. Ich lasse mir die Steaks, wenn ich welche kaufe, immer relativ dünn schneiden. Ungewöhnlich dünn eigentlich für ein Steak. Mhm. Zwar von beiden Seiten scharf anbraten. Mhm. Und dann mal kurz auf kleiner Hitze so ein bisschen durchziehen lassen, dann bin ich glücklich. Also es darf gerne zart rosa innen drin sein. Okay, also Medium. Medium. Ja. Medium. Ja. Du, Moni? Auch Medium. Ja, das ne? ist das, wenn das so ein bisschen. So leicht rosa, ja, ne? genau. Ja? Medium Rare. Medium Rare. Aha. Medium Rare. Aber außen muss es schön heiß und knusprig sein. Hauen Sie in die Körner ab, wischen Sie in den Hintern ab und knallen Sie es auf den Teller. Ja, ganz genau. Es ist unglaublich praktisch hier. Das steckt man nämlich einfach ins Fleisch und dann hat man diese verschiedenen Programme schon vorprogrammiert hier. Da kann man die Fleischsorte einstellen. Also ich sehe hier, dass wir Beef haben, also Rindfleisch, Schweinefleisch, Fisch. Hamburger. Hamburger, genau, Lamm, Hühnchen, ist alles drin. Truthahn sogar. Ja, Truthahn, Pute. Und dann kann man eben noch sagen, wie man es will, ob man es well, medium. Sogar medium mit Magnet. Rare. Ja, das kannst du dann nämlich ganz einfach draußen am Herd anbringen und dieses Kabel legst du rein in den Herd und steckst es rein. Ah, und dann ja, sagt es dir Bescheid, jetzt ist es genau so, wie du es haben willst. Mhm. Da kann man überhaupt nichts falsch machen. Natürlich im Sommer auch beim Grillen. Mhm. Und dann hat man das genauso, wie man es haben will. Das ist ja sehr schade immer, wenn man so ein gutes Stück Fleisch, das kostet ja auch richtig viel Geld, wenn man das dann eben nicht genau so hat, wie man es haben wollte. Ne? Ja. Also selbst für ein gutes Kilo Hüfte für jedes hat er so ein Ding gehabt. Mhm. Das ist natürlich super praktisch. Hat sich sehr viel Mühe gegeben und wie gesagt, es hat fantastisch geschmeckt. Und es war wirklich auf den Punkt genau. Und du hast natürlich recht, ich sag mal, für gutes Fleisch zahlst du mittlerweile ein kleines Vermögen. Ich sag mal, selbst ein Kilo Hüftsteak kostet mittlerweile zwischen 25 und 30 Euro. Ja, das ist teuer geworden, ja. Und da reden wir doch nicht von Rumpsteak oder von Filet oder sonst irgendwas. Und wenn sie das zubereiten, möchten sie natürlich auch, dass es dann entsprechend so schmeckt, wie man das eigentlich haben möchte. Und das weiß auch die Melanie aus Waltrop sehr zu schätzen. Die schreibt uns nämlich einfache Handhabung und leicht verständliche Bedienungsanleitung. Das Gargut zeigt das gewünschte Ergebnis, direkt zweimal bestellt und nach erfolgreichem Einsatz einmal dann auch verschenkt. Also es ist ein Touch-Display, wie wir das gerade sehen. Also es ist denkbar einfach zu bedienen. Timer-Funktion ist dabei. Also einfacher geht's nicht. Und das geht bis 250 Grad Celsius rauf. Also das kannst du ohne weiteres also auch mal bei einem Braten, den du vielleicht mal über mehrere Stunden dann auch mal im Ofen so auf kleiner Stufe dann eben durchziehen lässt, hervorragend verwenden. Und natürlich hier auch mit einem 18 cm langen Fühler. Das heißt, er geht auch mal richtig tief rein, nochmal ein größeres Stück Fleisch in so einen schönen Braten zum Beispiel. Also da gelingt es definitiv wie beim Profi, behaupte ich jetzt mal. Hast ein schönes langes Kabel dran bis zum eigentlichen Display drauf. Also ein schöner Artikel und für 5 Euro mit Sicherheit mal eine ganz interessante Geschichte für alle Fleischfans unter Ihnen. Aber auch mal zum Backen beispielsweise wäre das doch mal interessant. Wenn du die Temperatur eben haben willst. Ne? Ja. Und weil das magnetisch ist, kannst du es ganz einfach hier an deinen Herd ranmachen. Und man kann wirklich nichts falsch machen. Man kann sogar noch selber was einstellen, wenn man will. Man macht alles absolut richtig. Es wird perfekt rauskommen. Und wenn Sie Gäste haben, dann machen Sie das auch wie Carstens Freund hier. Einfach für jedes Stück Fleisch, was im Ofen ist, einen einzelnen dieser Fühler. Ja. Da hat man den kompletten Überblick und
Es kommt perfekt raus. Ich weiß, du bist ganz begeistert wiedergekommen. Das war sehr, sehr lecker. Zwei, drei verschiedene Salate dabei. Vielen Dank, Moni. Unser Abschiedsgrill für diesen Sommer. Hier. Dankeschön. Ja. So. So. Warte mal, was ist das? Das ist ein Kofferraum-Gepäcknetz. Warte mal. Ich hätte es echt gesagt, eine Hängematte. Spiel. Echt? Eine Hängematte. Ach so, ich habe das nicht gehört, Diana, entschuldige. Eine Kinderhängematte. Nein, es ist ein... Es ist ich wollte... So, also es ist ein was? Ein Transportnetz? Ein Kofferraum-Gepäcknetz. Ein Kofferraum-Gepäcknetz. Ja, Kofferräume haben doch so diese Haken an der Seite immer drin. Ja. Da kannst du das einhaken und dann Sachen reinlegen und drunterlegen, dass das also nicht mehr verrutschen kann. Gerade wenn man so eine Einkaufstasche hat. Ah, jetzt verstehe ich, was damit gemeint ist. Ja, ja. Damit nichts hin und her rutscht. Ja. Ganz genau. Das ist clever. Ich habe so viel Krimskrams in meinem Auto. Haben wir alle. Ich habe eine Flasche Scheibenenteiser-Spray. Ich habe eine Flasche Glasklar. Mhm. Noch so den Rest vom Anti-Frostschutz oder Frostschutzmittel, ja, für den Kühler. Und das fliegt immer hin. Ja, in jeder Kurve klappert es irgendwie im Kofferraum. Und manchmal erschrecke ich mich. Und damit kannst du natürlich dafür sorgen, dass das alles an Ort und Stelle bleibt, zumindest nicht mehr so doll hin und her rutschen kann. Das ist mal eine praktische Angelegenheit. Ja, auch für Sportsachen oder so. Ne? Da hat man eine Sporttasche, legt man in den Kofferraum, dann fliegt die immer hin und her. Aber hier kann man das ganz, ganz einfach hier festzurren mit diesem tollen Netz hier. Das Netz ist dehnbar auf 105 mal 105 cm, passt also für alle gängigen Kofferräume. Und dann kann nichts mehr verrutschen. Diana verrutscht auch nicht mehr. Diana kann auch im Koffer so fallen, ne? Guck mal hier. Guck mal, das ist wie meine Strumpfhose. Einfaches Anbringen in wenigen Sekunden steht hier. Für den Rollrad. So, 90% der Kunden finden das Produkt toll hier. Große Kaufempfehlung, sehr preiswert. Unser universell Kofferraum-Gepäcknetz hat die Bestellnummer NX9496 und die 569. Sie dürfen alles, wie gesagt, bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen etwas anderes. Das ist wieder auch so was total Praktisches, was jeder Autofahrer wirklich gut brauchen kann. Diese Haken sind wirklich in fast jedem Auto drin und damit können Sie Sachen festzurren, ohne dass sie verrutschen. Super praktisch, habe ich auch noch nicht gesehen bei uns. Finde ich sehr praktisch sogar. Das ist so ein Zubehör, da zahlst du im Zubehörshop, im Autoshop oder sowas mit Sicherheit locker so um die 15 bis 20 Euro für. Ja, die UVP liegt ja auch bei 20 Euro. Wir haben es heute in der 5-Euro-Show. Für nur 5 Euro natürlich. Tolle Sache. Die Preise gelten übrigens 2 Stunden oder bis unser Kontingent vergriffen ist, was meistens vor den 2 Stunden schon passiert. Das ist die Zeit, die Sie haben, wenn Sie sich eins unserer Schnäppchen sichern wollen. Wir machen weiter. Spätestens für die nächste Urlaubsfahrt. Bist du froh, wenn du sowas mal im Kofferraum hast? Ja, Mensch, Urlaub oder so. Taschen oder was? Moni, möchtest du mal auspacken? Dankeschön. Oh ja, gerne. Bitteschön. Zack. So, wir holen jetzt von. Eine Steckdose. Oh. Keine Bombe. Nicht nur einen, stimmt. Mit 3 verschiedenen Ansteckmöglichkeiten. Oh, das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Also eine Steckdose mit 360 Grad drehbarem Doppel-USB-Netzteil. Ja, oh, das kann man drehen. Ach, das ist Neues bei uns. Wir haben das noch nie gesehen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Praktisch. Ja. Also mit 1 oder 2 USB-Anschlüsse an der klassischen Steckdose. Das haben wir schon was länger im Programm, dass man die aber drehen kann. Das finde ich praktisch. Ja. Häufig hast du ja wenig Platz an der Steckdose, da hast du noch irgendwas daneben stehen oder sowas. Oder möchtest du mal von der anderen Richtung oder von rechts, von links rein. Das ist jetzt hier ausgesprochen flexibel. Du machst quasi aus einer ganz normalen Schuko-Steckdose eine Dreier-Steckdose, so eine Art Steckdosenadapter. Das heißt, wenn du hier eine Steckdose besetzt, hast du die Steckdose trotzdem noch frei und 2 zusätzliche USB-Anschlüsse drin. Und mittlerweile ist es doch wirklich fast in den meisten Haushalten gang und gäbe, dass man irgendwie ein Smartphone hat und ein Tablet oder noch ein Navi. So not man eine E-Zigarette, aber mittlerweile gibt es ja kaum noch irgendwas, was man nicht mit USB-Strom versorgen muss. Ja, auch USB betreiben, ne? So diese LED-Streifen, die wir haben, oder so Ventilatoren. Es gibt so viele USB-Geräte und hier haben wir ein doppeltes USB-Netzteil. Ein einfaches USB-Netzteil bei uns kostet, ich glaube, wenn wir es im Sale haben, 5,64 €. Hier kriegen Sie 2 Stecker, das heißt, 2 Leute können gleichzeitig ihre Handys laden und Sie blockieren keine Steckdose. Dadurch haben Sie natürlich noch mehr Freiheit und man kann es noch drehen. Also ein Universalprodukt für jeden Haushalt. Das kann wirklich jeder brauchen, glaube ich. Ja. Ich nutze die Steckdose im Keller, um über USB am Kellerregal eine LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder zu versorgen.
anstatt des Batteriefachs. Macht natürlich auch Sinn. Mhm. Ja. Ja, ist immer so ein Batteriefach, finde ich, für so LED-Lichtleisten und so weiter immer klasse. Aber da musst du eben hier und da mal eine Batterie austauschen. Und das kommt meistens zum sehr ungünstigen Zeitpunkt. Hier kannst du das ganz einfach mal mit Dauerstrom versorgen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade jetzt so im Hinblick auf die Weihnachtszeit, ist noch eine Weile hin, ja, aber trotzdem kann man schon mal rechtzeitig drüber nachdenken. Viele da also auch ganz gerne mal so die Lichterleisten und so weiter oder diese Weihnachtssterne, also alles das, was du eben beleuchten möchtest, dann eben hier auch wieder beleuchten wollen. Nur eben meistens ist entweder keine Steckdose in der Nähe oder nur eine oder zwei und dann brauchst du drei und dann stehst du wieder da und fängst wieder mit Verlängerungen und so weiter an. Also das war eine coole Variante und das auch noch drehbar. Klasse. Bestell dir mal jetzt die PX2381 und die 569. PX2381 und die 569 und gerne bis zu 5-mal bestellen. Aber für Schlafzimmer, Nachttischbeleuchtung, plus ja, deine Schlafzimmer, Smartgeräte, Hotelzimmer, in der Bahn, das ist ja auch immer nur eine Steckdose pro Sitzreihe. Und da wollen immer alle Leute gleichzeitig ihre Handys laden. Mit sowas ist man da der Freund seiner Mitreisenden. Ja. Und es gibt keinen Streit. Richtig toll. So, oha, jetzt haben wir einen Preisalarm. Preisalarm ist ein Produkt, da haben wir ein kleines Kontingent nur zu diesem Preis. Das lohnt sich aber eigentlich immer. Es lohnt sich richtig. Deswegen dürfen Sie es nur einmal pro Besteller bestellen. Boah. Was ist das denn? Das ist das ein Ringlicht? Ein Ringlicht? Was ist das, aber cool hier. Boah, und lang ist es auch. Mit Handyhalterung sogar. Da ist auch noch eine Handyhalterung dabei. Ein Selfie-Ringlicht. Einmal, zweimal. Schau mal, du kennst dich damit besser aus. Hier ist ein Handy. So. Das ist ja mal cool. Braucht man für eine vernünftige Beleuchtung, oder? Wenn man Fotos macht, speziell so Selfies oder so kleine Videos und so weiter. Man kennt das ja mitunter so von Videokonferenzen, ja, über einen Laptop oder übers Handy. Dass man da also mitunter bei der falschen Beleuchtung aussieht, als hätte man 3 Jahre im Keller gelebt. Ja, und liegt da auch noch. Ja. Ich glaube, da ist eine vernünftige Beleuchtung unumgänglich. Ja, mit so einem Ringlicht wird halt das Gesicht perfekt ausgeleuchtet. Für Fotos. Also gerade jetzt hier, wenn wir mal so im Dunkeln fotografieren würden, oder viele machen das ja auch so. Tisch sein? Will ich ein Tisch? Ja. Warte. Viele machen das ja auch so im Gegenlicht, dass die Sonne im Hintergrund ist oder so ein offenes Fenster. Ist so klassisch, dass das Gesicht immer sehr, sehr dunkel und sieht einfach nicht gut aus. Hier kann man es einfach am Tisch festklemmen. Das ist unten mit so einer Klemme. Und dann leuchtet das perfekt, schattenlos, ihr Gesicht aus. Deswegen heißt es Selfie-Ringlicht. Also einerseits für Selfies. Verschiedene Stufe hier, ne? Und dann du kannst auch warm und kalt Licht machen. Oh mein Gott. Mhm, so, Achtung, und? Sehen Sie auch diese Schönheit wie ich? Moment. Und die Handyhalterung ist auch dabei. Guck mal, und du kannst wirklich, möchten wie Sie du willst. Foto du kannst haben? Schicken Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Vertikal, horizontal machen, ne? Für mich zum Beispiel, ich rufe meine Eltern sehr oft, ja? Und natürlich, ich brauche auch gutes Licht, wenn ich möchte was zeigen. Oder zum Beispiel, wenn das ist schon dunkel draußen, aber jetzt, das ist schon immer dunkel, ich glaube. Mhm. Also der Winter kommt. Wirklich, der einfachste Fehler, den viele Leute machen, ist, dass die ein offenes Fenster hinter sich haben. Dadurch ist das Gesicht natürlich immer sehr, sehr dunkel. Aber so ein Selfie-Ringlicht leuchtet wirklich alles perfekt ohne Schatten aus. Da ist man immer perfekt beleuchtet. Einerseits natürlich hier für Fotos, was Diana macht, aber auch für Videokonferenzen oder wenn man mit seinen Lieben sprechen will über FaceTime oder Skype. Kann man auch an dem Laptop festmachen natürlich. Und guck mal, diese ist dann Lampe perfekt sieht man nicht, ausgeleuchtet. Nee, ne? Das im Bild siehst du da gar nichts von. Ich kann, was war denn jetzt mit dieser Fernbedienung? Was kann ich jetzt damit machen? Jetzt kann ich den Lichtschimmer und die Helligkeit einstellen, oder? Hier, wir können diesen Licht wechseln, ja, diesen Tupfenlicht, also weiß, kalt und hellweiß. Ne? Ja. Und natürlich können wir, diese Stufe, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Also weiß, weiß oder weiß? Weiß, weiß oder weiß und hell. Wenig, mittel oder viel? Richtig. Ja, cool. Und das alles für 5 €, das ist unglaublich. Ja. Ich hatte schon einen Selfie-Stick. Das war ohne Licht, einfach Stick, das war schon 15, 20 Uhr. Aber hier, das ist schon wirklich professionelles Gerät. Ne? So, von der Bosca, Shooting. Ja. Achtung, ja, sehr schön. Ja. Durch die Haare gehen bitte, leicht. Ja. Können wir ein bisschen Wind haben, vielen Dank. So, Achtung. Ja, Wind noch. Ja. So. Also klasse, sehr cool. Ich finde die 12,99 €, die wir normalerweise mal haben hier, schon unglaublich preiswert. Hier bei uns nur 5 € ist allerdings unser Preisalarm. Das heißt, Sie dürfen es nur einmal pro Besteller bestellen. Die Bestellnummer, und jetzt müssen Sie aufpassen, ist die NX7694 und die 569 für unseren Preisalarm.
Das Licht, also allein schon das Licht ist schon das Geld wert. Kann man auch mal für Feinarbeiten benutzen. Das ist ein Schwanenhalslicht, ist was eben großartig. Mit USB betrieben. Ja. Und das kann man aber am so, Tisch also festmachen, am Regal, weil es diese Klemme noch dran hat. Aber sowas macht begeisternd. Für 5 Euro, cool. Ja. Aber eine schöne Geschenkidee mal für einen Teenager. Vielen Dank, mein Oh, das ist schwer. Nicht nur für Teenager, ich glaube jetzt. Ach, das ist ja klasse. Erwachsene Augen. Ja, genau. Das ist richtig. Das ist ein Regenabweiserspray für Ihr Auto. Ich liebe das. Oh, das ist klasse. Sogar zwei jetzt Stück. Aktuell, ja, das regnet die ganze Zeit. So, für die Kfz-Scheiben ist das so ein Nano-Zeugs. Mhm. Oder wie heißt das? Ich habe einen Zettel hier in der Hand, oder? So, also Regenabweiserspray mit im praktischen Doppelpack auch noch. Das sind zwei Flaschen mit jeweils 250 ml, also ein halber Liter jeweils, also ein halber Liter drin. So, beim Autofahren jederzeit die Sicht auf den Verkehr. Das ist, man sprüht das auf die Scheibe. Und wenn man dann fährt, wird dieser Regen oder auch Schnee oder Graupel, was auch immer auf der Scheibe drauf ist, durch den Fahrtwind ganz einfach von der Scheibe weggepustet. In der Regel, Das habe ich selber schon ausprobiert, braucht man ab einer Geschwindigkeit von 50 km/h noch nicht mal mehr einen Scheibenwischer. Echt? Das ist absolut faszinierend. Guck dir das mal an hier. Da kannst du sehen, wie so Wasser über so eine Scheibe mit Versiegelung. Siehst du, jetzt ist schon weg. Und ohne Versiegelung hast du immer noch die Tropfen drauf. Das fließt also ganz einfach ab. Schwimmt ja alles. Ja. Auch dann schmiert es nicht mehr so. Und das ist ja auch gefährlich. Gerade jetzt, wenn man... der Scheibenwischer mehr. Ja. Könnte man das dann auch in der Dusche verwenden? Das wäre der nächste Ansatz. Das wäre der nächste Ansatz. Viele nutzen sowas auch in der Dusche, weil da das Wasser natürlich genauso schnell abperlt. Ist ein hervorragender Ansatz. Dachfenster ist auch wieder so ein Thema. Da bleibt das Wasser auch ganz gerne manchmal drauf stehen. Und dann hat man über die Verschmutzung drauf. Grundsätzlich, also alles, was eine glatte Fläche hat oder was aus Glas ist und eine glatte Fläche hat, kann man damit hervorragend bearbeiten. Ich dachte, du meinst schon Dusche, ob man sich damit einsprüht vorher und dann nicht mehr abtrocknen muss. Diesen Kalkflecken immer, weißt du, die übrig bleiben. Vielleicht perlt das dann damit einfach auch besser ab. Ja. Ich hasse das, ne? Nach der Dusche muss man immer noch mal mit so einem Abzieher immer alles sauber machen. Ist das natürlich auch super. Das ist fantastisch, super Idee. Aber das ist fürs Auto natürlich auch, man ist viel sicherer unterwegs, wenn man eben nicht diese Schlieren und diese Wassertropfen dran hat. Probieren Sie es einfach mal aus. Das Zweierpack für 5 Euro, in der Tankstelle habe ich die gesehen, für 15 Euro. Hier, wir sehen, die UVP liegt hier auch bei 20 Euro tatsächlich. Ja. Wir haben hier 2 Stück für 5 Euro. Das sollten Sie wirklich mal ausprobieren hier. Einfach mal mitbestellen und Sie werden sehen, dass Sie damit viel besser sehen können. Also das ist de facto wirklich jetzt für diese Jahreszeit, wo es ja wirklich doch deutlich früher dunkel wird. Und wenn dir so ein Auto mit Xenon-Scheinwerfern entgegenkommt und du hast da so einen Nieselregen auf der Scheibe oder so ein Schmier vom Scheibenwischer, da wird man, also das ist schon gefährlich. Man sieht nicht so wirklich gut. Ja, vor allem, wenn vor dir einer fährt, noch den ganzen Dreck mit hochspritzt. Also, da perlt quasi alles ab, auch Verschmutzungen beispielsweise, können natürlich an einer derart ausgeglätteten Scheibe nicht mehr so schnell haften bleiben. Ja. Also es ist ein ganz klares Plus an Sicherheit und vor allen Dingen auch am Fahrkomfort, denn ich sag mal, das ständige Gewische mit dem Scheibenwischer und dann knarzt es irgendwo und so weiter, ist natürlich für viele auch lästig, ich schließe mich da nicht aus. Also dann doch lieber so und das unterstützt nochmal das sichere Fahren, gerade jetzt im Herbst und Winter. Ja, es ist vor allem sicheres Fahren und darum geht's. Vielen Dank, Moni. Bitte schön. Mensch, tolle Produkte haben wir diesmal. Sehr cool sogar, ja. So. Was ist das? Was ist das, Kamera? Das ist auch Neuheit bei Pearl. Das haben wir noch nicht gesehen. Das ist doch eine Überwachungskamera hier, oder nicht? Das ist eine Überwachungskamera-Attrappe. Ach. Die machst du einfach ran und damit werden effektiv Diebe abgeschreckt. Die tut nur so, meinst du? Weil die denken, da ist hier eine Kamera, da will ich nicht im Fernsehen sein. Das machen wir mal ganz einfach woanders. Und guck mal, die leuchtet sogar, ne? Da ist ein kleines blaues Lichtchen drin, wenn ich das richtig sehe. Boah. Und damit kann man dann eben tatsächlich Leute abschrecken. Ach, es kommt von hinten. Aber ganz ehrlich, ich meine, in den meisten Kaufhäusern oder in Tankstellen, wo auch immer im öffentlichen Bereich, hängen doch häufig diese Überwachungskameras unter der Decke. Das sind jetzt keine riesengroßen Kameras, genau solche Kameras sind das in der Regel. Klein und überschaubar, man hat sich ein Stück weit dran gewöhnt. Wenn man mal darauf achtet, merkt man, dass allein in einem Supermarkt überall diese Kameras hängen. Ja, und insofern, wenn man so etwas sieht, weiß man natürlich automatisch, aha, Achtung, hier wird man gefilmt. Wie gesagt, man kennt es aus öffentlichen Bereichen. Und egal, ob diese Kamera jetzt funktioniert oder nicht, du kannst es ja nicht überprüfen. Du kletterst jetzt nicht auf einen Stuhl oder auf eine Leiter und guckst jetzt mal nach, ist das jetzt wirklich eine scharf gestellte Kamera oder was? Ja, vor allem, wenn die so unter der Decke hängst. Ja, ja. Ne? So,
Du kannst das hier also auch vom Winkel her einstellen, um die Illusion also nochmal etwas echter zu machen. Da ist ja eine richtige Kamera drin. Sieht ja aus wie eine richtige Kamera. Sieht aus wie eine richtige Linse, oder? Ist ja unglaublich. Ist aber eine reine Attrappe. Schau mal, ist hohl innen drin. Das ja? ist wirklich schön. Ja, aber das macht natürlich Eindruck, ne? Für Leute, die sich dann die Böses vorhaben und die denken, sie sind auf Kamera dann. Dann machen die das vielleicht nicht. Ja. Das genauso, das weißt du, wenn so an so einem, an 4, 5 Häusern da an einer so eine Überwachungskamera hängt, dann wird man sicher da nicht eingebrochen. Ja, ja. Ist mit Sicherheit auch für den Innenraumbereich mal klasse. Also ist eine Fake-Kamera, klar. Mhm. Aber wie willst du das erkennen, wenn die irgendwo hängt? Ja. Ja, also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie, selbst wenn ich irgendwo eine Kamera mal bewusst wahrgenommen habe, habe ich mir nie wirklich die Mühe gemacht, mal zu gucken, ist die jetzt wirklich scharf? Leuchtet da ein rotes Licht? Aber wie, werde ich jetzt wie aufgenommen? Siehst du das, ne? Ich habe die Kamera gesehen, gedacht, okay, hier wirst du gefilmt. Also reiß dich gefälligst zusammen. Ja? Ja, genau. Also reiß dich gefälligst zusammen. Darum geht's. Ja. Ja. Müssen wir mal hier auf der Herrentoilette aufbringen. Je größer die Kameras werden, desto weniger gelingt das bei mir. Bitte was? Auf dem WC lieber nicht anbringen. Auf dem WC anbringen, dass die Leute sich hinsetzen Nein. und nicht im Stehen. Das schon der Kamera, ne? Das hängt man neben die drei anderen. Ganz ernsthaft, es schreckt Einbrecher ab und damit ist diese Kamera natürlich ihr Geld wert hier. Die können Sie bis zu 5-mal bestellen. Ist eine Überwachungskamera-Attrappe in dieser Dome-Form, also in dieser Kugelform. Die wirklich täuschend echt aussieht. Also wir sind hier ganz nah dran. Es ist nicht zu unterscheiden. PE6208 ist 569 ist die Bestellnummer hierfür. Schauen Sie mal, die hängt da oben. Dann geht doch auch keiner hoch nochmal. Nee. Aber wir haben es hier wirklich ganz nah uns angeguckt. Es ist nicht von einer richtigen Kamera zu unterscheiden. Die sieht doch total echt aus. Muss man sowas dann eigentlich kenntlich machen? Normalerweise, wenn du im öffentlichen Bereich etwas Im öffentlichen Bereich ja, zu Hause nicht. Musst du das ja kenntlich machen. Ja, aber wenn du jetzt so einen Blender hast, wenn die nicht funktioniert, die Kamera, musst du es dann auch kenntlich machen? Öffentlich darfst du gar nichts. Also im Supermarkt, wenn da eine Kamera hängt? Das steht da, aber dieser Bereich wird videoüberwacht. Ja. Steht immer dran, ja. Muss ich dieses Schild dann auch dann aufhängen, wenn ich jetzt so ein Fake dran mache? Ich meine, das verstärkt die Illusion. Fragen Sie Ihren Anwalt. Vielleicht sind Sie Anwalt und schreiben Carsten dann mal. Wir schauen mal. Oh. So, was ist das denn? Mensch, wir haben schöne Elektronik heute. Oh. Oh, die sind schön. Das ist eine LED-Schwanenhalsleuchte. Und der Hammer ist, die gibt also nicht nur ein Licht in drei verschiedenen Lichtfarben. Und ich glaube, die ist auch noch dimmbar. Muss man jetzt genau hinschauen. Die hat auch noch eine Ladestation für Handys. Ja. Einfach nur durch Auflegen werden hier die Handys mit Energie versorgt. Das nennt man Qi-kompatibel. Das heißt, die Ladestation ist eine sogenannte Qi-kompatible Ladestation mit dieser Leuchte. Und jedes Qi-kompatible Handy, und das sind im Prinzip nahezu alle Modelle, so der letzten 3, 4, 5 Jahre, legst du einfach nur drauf und musst damit natürlich nicht permanent immer dieses blöde Kabel zum Laden reinstecken, wieder rausziehen und so weiter. Irgendwann ist vielleicht dann also auch mal der Stecker kaputt. Das kann natürlich nicht passieren, wenn du es zum Aufladen ganz einfach nur hier auf den Sockel der Lampe drauflegst. Unabhängig von dieser kabellosen Lademöglichkeit für Smartphones ist das natürlich auch mal eine richtig coole Nachttischlampe, die wir hier haben. Ja, nicht nur Nachttisch, also es gibt ja so viele Stellen, wo man mal so eine Lampe brauchen könnte. Hiermit kann man das wirklich perfekt ausleuchten, weil die sehr lichtstark auch ist. Dimmbar mit den verschiedenen Farben. Auch mal, wenn man irgendwas Kleines machen muss und beide Hände dafür braucht. Mhm. Wenn ihr eure Nägel macht, da bräuchtet ihr auch so eine Lampe, ne? Ja, ich glaube, Diana besitzt sie sogar. So Diana, hast du so eine Lampe? Ja, natürlich. Entschuldigung, ich habe schon einen Bekannter, er hat Ladestation für 50 Euro gekauft. Ja. Und hier, wir haben Lampe mit 3 Stufen Licht, mit dieser Ladestation, das alles für 5 Euro. Hallöchen. Also, das ist schon ein gutes Angebot. Also, natürlich, ich nutze diese Lampe zum Beispiel für meine Maniküre. Guck mal, wie leicht ist das, wie hell. Ja. So hell wie unsere Scheinwerfer, ne? Wie, verschiedene Lichtfarben. Großartig. Wie schöne meine Nägel, ne? Finde ich, ja. Ja, das hat mit dieser Lampe gemacht. Ja. Ja, ich bin so clever. Ich habe auch diesen Preis genutzt, 5 Euro. Hm. Ja. 5 Euro, das ist kein helfen. Preisalarm. Die dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Ich lese. Carsten kann es jetzt auch lesen. Ob ich lesen kann? Ja. Ja, die Lampe ist doch klasse. Die Lampe ist super.
Nein. Jetzt habe ich Licht. Einfach in der Handhabung mit drei verschiedenen Lichtstärken individuell einstellbar. Auch das kabellose Handyladen finde ich sehr gut, schreibt uns der Adrian aus Meddersheim. Betreibbar mit USB-Kabel. Ich habe sie als Nachtlicht benutzt und an eine Powerbank angeschlossen. Hatte bis zu einer Woche die ganze Nacht Licht. Ja, die brauchen ja keinen Strom. Verbrauch. Wieso hat der die ganze Nacht Licht an? Würde ich jederzeit wieder kaufen. Ja, aber als Nachtlichtbeleuchtung finde ich sowas großartig. Du hast eine vernünftige Beleuchtung und du kannst dein Handy ganz einfach aufnehmen. Guck mal, wir haben eine neue Kiste sogar. Ist mir sogar schon aufgefallen. Das sind die Weihnachtskisten. Das ist so angenehm, wenn du kaufst was Neues. Ja, und dann diesen Gefühl, du hast was. Ja, ich hätte den Gold schön gefunden. Frisches. Okay. Guck mal, was aktuelles Produkt. Für mich jetzt, das ist ein Must-Have. Überall. Oh, was ist das denn? Das ist Sitzauflage. Sitzkissen. Ja, das heißt so. Ein faltbares ISO-Sitzkissen. Gerade wenn man jetzt mal. Hallo, jeder Blasenentzündung-Halter. Wir haben uns alle schon mal einen kalten Hintern geholt. Ne? Oh, ja. Mal so auf einer Mauer sitzen, vielleicht im Fußballstadion. Das war meine oder Premiere dieses Jahr. Hier kann man sich einfach draufsetzen und der Poppes ist ideal geschützt vor der Kälte. Ich hatte mal eine Nierenbeckenentzündung, das ist echt kein Vergnügen. Aber ja, das ist nicht nur für Frauen, das ist für Männer auch. Ja? Das ist wirklich nicht lustig. Nee, definitiv nicht. Diana hat es jetzt selber erlebt. Ja. Dieses Jahr war meine Premiere. Also ich zeige, wie geht das? Das ist wirklich schön. Ist ja auch so, wenn du jetzt im Herbst mal irgendwo draußen. Seid ihr bereit? Wenn du jetzt im Herbst mal irgendwo rausgehst, dann setz dich mal irgendwo auf den Parkbank. Das ist ja schon eiskalt. So, Achtung, Achtung. Ja. Bisschen rechts. Wow. Dankeschön. So einfach ist das, ne? Also so sollen alle machen. Also hinsetzen kannst du echt für Fußball zum Beispiel für Männer. Dann kommt der Spiel gucken, schauen, dann immer sie müssen auf diesen Beton sitzen oder diesen Holz und das kann auch nass sein. Hier, guck mal, das ist so kompakt, du kannst immer, das ist in deiner Jackentasche halt haben, immer. Okay. Und das ist, ich glaube, wir haben Zweier-Set für 5 Euro, oder? Ist das eine? Nein, es ist einzelne. Das einzelne. Nein, es ist ein Zweier-Set. Oh doch, es ist ein Zweier-Set. Entschuldigung, mal, Entschuldigung. Ganz am Ende der Zeile steht Zweier-Set. Yeah. Also, es ist ein Zweier-Set, was Sie hier für 5 Euro bekommen. Ich komme mit meinem Rücken da im Moment nicht runter. Aber du hast gesagt, Diana, beim Fußball, da haben ja manche Leute ihre Sitzkissen dabei. Ja. Aber das ist immer so ein großes, sperriges Ding. Ja, sicher. Das habe ich in der Hosentasche. Das wiegt ja gar nichts. Das wiegt gar nichts. Das packe ich mir mal eben in die Hosentasche. Und nehmen das und eben so mit. Ja. Aber eben auch, wie gesagt, beim Spazierengehen. Ja? Herbstspaziergänge und so weiter, da bleibst du auch mal irgendwo an der Bank sitzen oder setz dich mal irgendwo auf einen Stein zum Verschnaufen oder um die Natur so ein bisschen zu genießen und ratzfatz hast du dir mal so eine Entzündung weggeholt. Und das ist natürlich wirklich äußerst unangenehm. Da habe ich doch lieber mal so ein schönes, kompaktes Sitzkissen mit dabei. Ist A gepolstert, macht also auch mal so eine harte Bank oder mal so einen harten Stein oder sowas. Ja? Also oder definitiv zum Beispiel gemütlicher. Auch für Kinder oder Enkelkinder. Sie gehen zur Schule, ich habe schon gesehen, diese Kinder, sie sitzen überall. Ja, auf der Mauer. Mit Popo. Alter Mauer. Und dann kommen nach Hause und die sind krank. Also bitte, das kaufen wir. Ich habe hier drei tolle Anwendungsmöglichkeiten. Der eine natürlich nass, kalt oder dreckige Bank. Immer ein guter Sitzplatz vorhanden. Das nächste ist hier, in den Kirchen habe ich es als Organistin oft mit kalten Orgelbänken zu tun. Stimmt, in der Kirche sind Bänke immer kalt. Dann hat hier einer das zum Paddeln benutzt. Und es hat noch jemand hier eben als Sitzkissen für Kindergarten und Schüler. Also, das Zweierset hat die Bestellnummer NC3027 und die 569. Das war sie auch schon wieder hier, unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Cool. Jetzt ist es an Ihnen, schnell ans Telefon zu gehen und Ihr Produkt Ihrer Wahl zu bestellen. Also, viel Spaß damit.